Was sie hoch oben auf einem Berg entdeckten, schockierte die ganze Welt. Berge auf der ganzen Welt bergen viele Geheimnisse und Mysterien, die von Zeit zu Zeit entdeckt werden. Die Entdeckungen reichen von außerirdisch aussehenden Mumien über einzigartige Felszeichnungen bis hin zu einem Megalithdrachen. Aber was hoch oben auf einem Berg entdeckt wurde, schockierte die ganze Welt. Nummer 10. Die größte antike Festung der Welt auf einem Berggipfel. 2021 machte ein Team von Archäologen der Fan Yichunshi-Universität eine erstaunliche Entdeckung auf einem zerklüfteten Berggipfel in der Region Gürpinar im Osten der Türkei. Es handelte sich um Ruinen einer 2800 Jahre alten Burg in einer Höhe von 8200 Metern. Die antike Burg war eher eine Festung, die in der urartäischen Zeit errichtet wurde, als die heutige Region Fan als Königreich Fan bekannt war und eine wichtige Festung des wohlhabenden und mächtigen Königreichs Urartu war. Die urartäische Zivilisation beherbergte den größten Teil der Osttürkei und Armeniens von etwa 860 bis 590 vor Christus. Die urartäischen Herrscher bauten mehrere Bergfestungen, darunter die berühmte Burg Fan, die heute die größte antike Bergfestung der Welt ist. Nummer 9. Ötzi, der Mann aus dem Eis. Eine der berühmtesten anthropologischen Entdeckungen der letzten Zeit war die von Ötzi, dem Mann aus dem Eis. Er war eine Gletschermumie, die 1991 von Wanderern in den Ötztaler Alpen entdeckt wurde. Als Forscherinnen und Forscher die gut erhaltenen Überreste von Ötzi untersuchten, stellte sich heraus, dass er über 5300 Jahre alt war, also etwa in der Kupferzeit. Das ist sogar älter als die ägyptischen Pyramiden und Stonehenge. Man kam zu dem Schluss, dass Ötzi die Alpen überquert haben muss, als er überfallen und ermordet wurde. Seitdem wurde er auf natürliche Weise über Jahrhunderte im Eis konserviert. Das Wichtigste an Ötzi waren die Werkzeuge, die er bei sich trug, wie zum Beispiel eine wertvolle Kupferaxt, was ein weiterer Beweis für seine Existenz in der Kupferzeit war. Nummer 8. Ein Spitfire. Bei einer unglaublichen Entdeckung auf einem norwegischen Berg fanden Wanderer das Wrack einer Spitfire aus dem Zweiten Weltkrieg. Das mag angesichts der vielen Luftschlachten über Europa nicht besonders einzigartig klingen, aber bedeutsam ist die Tatsache, dass dieses Flugzeug von einem Piloten geflogen wurde, der vor 76 Jahren an der großen Flucht teilnahm. Der Fund war auch das erste Mal seit mehr als 20 Jahren, dass eine fast vollständige und unbekannte Spitfire irgendwo auf der Welt entdeckt wurde. Der Pilot wurde Berichten zufolge von den Nazis entführt und schließlich erschossen, weil er an der waghalsigen Flucht teilgenommen hatte, die später als Inspiration für den Film The Great Escape diente. Nummer 7. Einzigartige Petroglyphen auf Sri Lankas außerirdischem Berg. 2020 machte der sri lankische Astrobiologe Dr. Aravinda Ravibanu Sumanaratana eine erstaunliche Entdeckung auf dem berühmten Alienberg des Landes. In die Wände einer Höhle, die noch nie zuvor gesehen wurde, waren einzigartige Petroglyphen aus der Jungsteinzeit eingeritzt, die nichts ähneln, was jemals zuvor in Sri Lanka entdeckt wurde. Der Alien Mountain oder Danigala Circle Rock ist eine einzigartige geologische Formation in Sri Lanka, die als Hotspot für Alien-Sichtungen gilt. Die Entdeckung der Petroglyphen lieferte Beweise dafür, dass Menschen aus der Altsteinzeit bereits um 125.000 vor Christus in Sri Lanka lebten. Außerdem wurde festgestellt, dass es bis zur Vor-Anuradhapura-Periode Sri Lankas im Jahr 543 vor Christus von Bewohnern aus der Eisenzeit besiedelt war. Die Petroglyphen wurden auch als die ersten Bindungsrunen identifiziert, die jemals in Sri Lanka entdeckt wurden. Von Bindungsrunen spricht man, wenn zwei oder mehr Runen miteinander verbunden oder gebunden sind. Nummer 6. Älteste vedische Inschriften. Bei einer Wanderung über den Bergpass von Nanegat in den Western Ghat-Bergen in Indien stieß der Statistiker William Sykes auf eine alte Höhle mit mehreren Sanskrit-Inschriften, von denen er annahm, dass sie buddhistischen Ursprungs waren. Archäologen, die die Höhle untersuchten, fanden etwas Unglaubliches heraus. Es stellte sich heraus, dass die Höhle eine Art Rasthaus war und die Inschriften in Sanskrit verfasst waren. Und nicht nur das. Die Inschriften gehörten zu den ältesten, die je in Indien entdeckt wurden und stammen aus dem frühen 1. und 2. Jahrhundert.
Die Höhleninschriften von Nanegat haben nun wertvolle Daten zur Geschichte der Region, der Religion und den Traditionen der damaligen Satavahana-Dynastie geliefert. Außerdem finden sich in einigen der Inschriften die weltweit ältesten bekannten Zahlensymbole für 2, 4, 6, 7 und 9, geschrieben in einer Nagari-Schrift, einem Prototyp des heutigen Devanagari. Nummer 5. Riesenringe in den bosnischen Bergen. In den letzten Jahrzehnten haben Archäologen in verschiedenen Gebieten des bosnischen Gebirges einige sehr seltsame und uralte Riesenringe gefunden. Viele glauben, dass die Artefakte bis in die Zeit des Pannonischen Meeres vor Millionen von Jahren zurückreichen. Außerdem glauben die Einheimischen in der Region, dass die Ringe von gigantischen Schiffen der Riesen benutzt wurden, die damals in der Region lebten. Das Pannonische Meer existierte während des Miozäns und Pliozäns und dauerte über 30 Millionen Jahre an. Eine logische Erklärung besagt, dass die Riesenringe zur Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie gebaut wurden, um den Transport von Holz über das Gebirge zu erleichtern. Nummer 4. Pedro, die Mumie von Wyoming. 1932 stießen die Goldsucher Cecil Mayne und Frank Carr beim Graben nach Gold in einer Höhle in den San Pedro Mountains in Wyoming in den USA auf etwas Schockierendes. Es war eine seltsame Mumie, wie sie noch nie zuvor entdeckt worden war. Die männliche Mumie wurde im Lotussitz gefunden, wobei die Arme auf dem Oberkörper ruhten. Sie war nur 18 cm groß und wog 360 Gramm. Außerdem hatte sie einen seltsam aussehenden Kopf, der an einen Außerirdischen erinnerte. Untersuchungen an der Mumie namens Pedro ergaben, dass sie zu jemandem gehörte, der vor seinem Tod gefoltert wurde, denn es wurden mehrere gebrochene Knochen und ein durch einen schweren Schlag zertrümmerter Schädel gefunden. Die Gesichtszüge und die Größe der Mumie ließen sie wie Gollum aus dem Film Herr der Ringe oder einen Kobold aussehen. Pedro hatte sogar extrem scharfe Zähne und in seinem Magen wurde rohes Fleisch gefunden. Abgesehen davon, dass man sein Alter auf etwa 65 Jahre schätzte, konnten die Wissenschaftler nichts weiter herausfinden. Nachdem die Mumie mehrere Jahre lang ausgestellt worden war, verschwand sie 1975 plötzlich und wurde nie wieder gesehen. Bis heute ist die Mumie von Wyoming ein großes Rätsel. Nummer 3. Nanostrukturen im Uralgebirge. 1991 waren Geologen, die im russischen Uralgebirge Methoden zur Goldgewinnung untersuchten, erstaunt, als sie an den Ufern der Flüsse Kosim, Narada und Balbanju unzählige bizarre und unerklärliche mikroskopische Objekte entdeckten. Die Objekte sahen aus wie Nanostrukturen aus einer anderen Zeit. Die seltsamen Metallspiralen und Schächte wurden eingebettet in 100.000 Jahre altes Gestein gefunden und noch erstaunlicher ist, dass sie auf ein Alter von etwa 300.000 Jahren geschätzt werden. Als die Wissenschaftler die Objekte untersuchten, stellte sich heraus, dass das größte Stück aus reinem Kupfer bestand, während die kleineren aus Molybdän und Wolfram gefertigt waren. Die kleinste Nanostruktur war nur 0,00254 cm groß. Solche Metalle werden bei der Herstellung von Raumfahrzeugen und Raketen verwendet, um hohen Temperaturen standzuhalten. Das veranlasste viele zu der Frage, ob sie außerirdischer Natur sind. Noch schockierender war, dass umfangreiche Untersuchungen ergaben, dass es sich bei den Nanostrukturen um künstlich hergestellte und nicht um natürliche Gebilde handelt, was wiederum die Frage aufwirft, wer hat sie gemacht? War es eine Zivilisation, die weit fortgeschrittener war als wir Menschen oder waren es doch Außerirdische? Nummer 2. Ein Megalith in Form eines Drachens. Wenn du nicht an Drachen glaubst, wird dich das hier vielleicht umstimmen. Archäologen, die das Granitgebirge in der Altai-Region in Russland erforschten, entdeckten prähistorische Megalithen, die fantastische Kreaturen darstellen und in den Granit gehauen wurden. Einer der Megalithen sah aus wie ein Drache, der mit einem Gewicht von 120 Tonnen aus dem Felsen gehauen wurde. Der einzigartige Megalith wurde auf dem Berg Moknataya in der Nähe der Stadt Belokurika entdeckt. Obwohl Archäologen davon ausgehen, dass die Megalithen sehr alt sind und möglicherweise von prähistorischen Menschen geschaffen wurden, ist ihre Herkunft immer noch ein Rätsel. Der mythische Drache ist nicht chinesischer, sondern sibirischer Natur und das älteste bekannte Abbild dieses Fabelwesens in Russland. Neben dem Drachenmegalithen fanden Archäologen auch einen weiteren, der die Form eines Greifs hat. Nummer 1. Abgestürztes Flugzeug bleibt nach 72 Jahren auf dem Yukon-Berg intakt.
Sieh dir die Miniaturansicht des USAF C-47 Flugzeugs an, das an einem Hang in der McClintock-Bergkette in Yukon abgestürzt ist. Wie durch ein Wunder hat die 10-köpfige amerikanische und kanadische Besatzung überlebt, einschließlich des Flugzeugs, das der natürlichen Zerstörung standgehalten hat. Im Februar 1950 war die C-47 auf einer Rettungsmission für ein anderes Flugzeug, als ein heftiger Abwind über der McClintock-Bergkette sie zum Absturz brachte. Das Flugzeug prallte bei der Berührung mit einem schneebedeckten Hang ab, schlug zweimal auf und blieb dann stehen, nachdem es sich gedreht hatte. Es verfehlte nur knapp die riesigen Felsbrocken, die auf dem Berg verstreut lagen. Abgesehen von ein paar gebrochenen Gliedmaßen überlebten die meisten der 10-köpfigen Besatzung, um die Geschichte zu erzählen. Bis heute, 72 Jahre später, steht das Flugzeug an derselben Stelle auf dem Berggipfel wie ein Denkmal und eine gut erhaltene Zeitkapsel. Sein materieller Zustand macht es so faszinierend und anders als alle anderen Wracks abgestürzter Flugzeuge. Ist es nicht erstaunlich, wie die Besatzung überlebt hat? Aber noch mysteriöser, wie das Flugzeug überlebt hat? Was denkst du? Sag es uns in den Kommentaren unten und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.